Wollen Frauen in 2023 noch von Männern angesprochen werden? Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Authentisch Männlich. Ich bin Konstantin und heute bin ich mit Sebastian wieder auf der Straße unterwegs und wir stellen Frauen genau diese Frage. Ist ein sehr geladenes Thema jetzt in 2023, besonders vor dem Hintergrund von Feminismus, toxischer Männlichkeit und so weiter und so fort. So, was ist schon sexuelle Belästigung, was ist noch okay? Und genau das werden wir heute für euch herausfinden. Neben wem stehe ich denn hier? Luisa ist mein Name. Hi. Und ich will wissen, ist es in 2023 in Zeiten von Feminismus und toxischer Männlichkeit noch okay als Mann, Frauen anzusprechen? Natürlich. Da freut sich, glaube ich, jede Frau, oder? Haben andere Frauen was anderes gesagt? Also ich freue mich immer. Leonie? Kybra. Ja, klar. Warum? Naja, irgendeiner muss ja immer ansprechen. Ist eigentlich egal, ob Mann oder Frau. Die Männer dürfen ja trotzdem noch. Alena. Benita. Und krass, zwei exotische Namen. Oh Gott. Bei mir steckt aber nicht viel exotisch hinter. Also. Ja. Wieso, was denn? Ja, gar nichts deutsch, deshalb. Wie sind deine Eltern auf die Idee gekommen? Weiß ich nicht. Haben die so einen Film gemocht, oder? Ja, es hieß tatsächlich in so einer Kinderserie aus den 80ern. Hieß so eine Figur, Benita, keine Ahnung. Guck mal, Menschenkenntnis, ja. Hallo. Das ist echt süß. Das ist echt süß, ja. Ja, was ist denn die Frage? Ist es in 2023 noch okay, dass Männer Frauen ansprechen? Also wenn das respektvoll ist, dann auf jeden Fall. Es kommt ja darauf an, wie man angesprochen wird. Wenn man einfach angesprochen wird, hey, irgendwie, du siehst nett aus oder so, ich finde dich sympathisch, dann ist das ja komplett in Ordnung. Ja, so ein Kompliment. Halt leider nicht so. Machen das denn die meisten? Hinterherrufen. Oh, also, geile. Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn irgendwie der Altstadt ist oder so, dann. Ja, Catcalling geht halt gar nicht. Also es kommt auch immer drauf an, ob man ansprechbar aussieht oder nicht. Wenn ich jetzt im Gym bin mit Kopfhörern. Das ist ein geiles Wort. Mit Kopfhörern drin und gerade einen Satz mache oder so, dann bin ich halt beschäftigt. Aber wenn man. Geräusche so. So jetzt nicht, aber wenn ich jetzt ganz normal rumlaufe, dann warum nicht? Chantal? Ja, hi. Ich freue mich auch immer, wenn Männer Frauen persönlich ansprechen. Weiß ich nicht, das zeigt einem doch Interesse. Ich denke mir so, okay, ich bin aufgefallen. Und ich finde immer, das ist so eine Sache des Mutes. Also ich appreciate das auch immer. Das ist ja die ewige Debatte, ne? Darf man das noch als Mann? Ist das schon übergriffig, wenn man jemanden anspricht oder nicht? Ich sag mal so, solange nicht irgendwie dann so angetatscht wird und so weiter, eigentlich alles in Ordnung. Ist das nicht übergriffig? Naja, solange man nicht übergriffig ist, man kann ja Leute auch normal ansprechen. Viele sagen ja auch, das ist übergriffig und das ist nicht okay. Also wie soll man denn sonst wen kennenlernen? Also irgendwie auf Tinder oder so wird man jetzt auch nicht glücklich oder beim Feiern. Und dann, also ich finde, das zeugt ja schon auch von Mut, wenn man dann angesprochen wird. Und okay, pass auf, nimm mal bitte das Mikrofon und sag das hin. Ach Gott. Dann brauche ich das aber mindestens zwei Stunden. Ich habe noch nie das Mikro abgegeben, wirklich. Das ist das erste Mal. Wir machen seit anderthalb Jahren diese Straßenumfrage. Ihr lieben Männer, ihr dürft einen gerne ansprechen, aber bitte respektvoll. Und wenn das dann respektvoll und nett klingt, dann wertschätzt man das auch, weil das zeugt dann einfach von Mut einfach und dann weiß man das auch wertzuschätzen. Viel mehr, als wenn man da irgendwie sowas Böses hinterhergerufen bekommt. Und wenn ihr das noch nicht könnt, dann schaut in den Link, der in den Kommentaren angepinnt ist. Ich bin die Leonora. Schöner Name. Dankeschön. Und du? Ich bin die Nayla. Hi. Ist es aber auch nicht übergriffig oder so, wenn man einfach sagt, hey, du siehst klasse aus, dich kennenlernen, ist jetzt auch nicht schlimm. Wenn mich jetzt jemand ansprechen würde, natürlich würde ich antworten, aber wenn dann schon irgendwelche Dinge fallen, so, boah, ey, du siehst so geil aus oder so, dann finde ich da schon ein bisschen abtören. Also wenn du als Mann mir gegenüber dann lieb und nett kommst, so, hey, wow, irgendwie, du hast ein schönes Lächeln, mir gefallen deine Haare, hast du nicht Lust, irgendwie was trinken zu gehen, können wir vielleicht nur mal einen Austausch uns kennenlernen, würde ich sagen, okay, ist ein netter Kerl, kann man mal versuchen, aber so diese schleimigen Dinge oder, ne, wie gesagt, diese Ausdrücke müssen nicht sein. Wie fühlt man sich denn, wenn man angesprochen wird, so als Frau? Es ist halt immer ein Kompliment und man freut sich doch. Ja, also ich kann mich an jedes Mal erinnern, wo das passiert ist. Ja klar, und dann denkt man da auch gerne dran zurück. Ist ja ein Kompliment. Und ja. Ich wusste, dass die Jacke geil aussieht. Ja, ich meine, man hört ja nicht gern, dass man irgendwie nett aussieht. Ja. Also ich weiß das schon wertzuschätzen. Wenn jemand sagt, man freut sich nicht, ich glaube, das ist schon gelogen. Ich glaube auch. Ja. Boah. Schon wieder ein Kompliment bekommen, richtig kacke. Ich glaube, das denkt keiner tatsächlich. Boah, der Tag ist heute für den Arsch. Also ich glaube, für jedes Mädchen ist das schon so ein kleiner Pusher, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, jeder mag Komplimente, oder? Also solange Jackpot. Das irgendwie wirklich nette Sachen sind und jetzt nicht irgendwie so creepy. Creepy wäre so, bist du vom Himmel gefallen? Oh ja, bitte nicht so komische Anmachsprüche, einfach nur normal nett sein. Ist das schon mal passiert? Ja. Ehrlich? Du hast so gesagt, als ob dir das so jede Woche passiert. Ach so, nein. Naja, so krass dann doch. Also ich meine, du siehst gut aus, aber... Oh, so also. Bist du vom Himmel gefallen? Da gehe ich nicht drauf ein. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du so ein Kompliment bekommst? Ja, schon gut. Wenn ich mit Freundinnen schreibe, dann mache ich dann auch mal eine Memo und erzähle dann, ja, das und das ist passiert.
Und ja doch, man denkt schon irgendwie so ab und zu zurück. Es ist schön auf jeden Fall, ein Kompliment zu bekommen. Das glaube ich auch. Und ich glaube, viele Männer wissen das nicht und die denken, das ist so, die nehmen nur was. Die kommen nur dahin und belästigen quasi die Frauen. Aber ich glaube, dass viele nicht verstehen, dass man eben auch was gibt. Nämlich, wenn man so ein Kompliment gibt, das ist ja was Besonderes auch. Das passiert ja heutzutage auch nicht mehr jeden Tag. Ne? Ey, ich finde dich klasse, du hast wunderschöne Augen. Ne? Wenn mein Handy jetzt an wäre, dann hätte ich jetzt deine Nummer genommen. Hast du einen Freund? Ja. Okay. Ey, das war so dieser Ja-Aber-Blick. Ne? Das war ich wirklich, ich hab's in deinem Blick. Nein, das musst du ja nicht leid tun. Wie würdest du denn gerne angesprochen werden? Stell dir vor, du läufst allein durch die Stadt. Jemand will zu dir hingehen. Was müsstest du da sagen? Ich. Hi, du siehst nett aus. Oder so, keine Ahnung. Kann ich deine Nummer haben? Also irgendwas Normales. Ja, ich finde trotzdem, dass du sagen könntest, hey, du bist mir aufgefallen, du siehst gut aus. Hast du Lust, dich mal auf einen Drink zu treffen oder so? Okay. Irgendwie sowas. So ganz lässig, hey, du bist mir voll positiv aufgefallen, Lust, einen Kaffee zu trinken. Also einfach es eigentlich ist, so unspektakulär, aber finde ich immer authentisch und echt. Ja. Einfach deine Meinung sagen und gucken, wenn sich da nichts ergibt. Ohne großartige, komische, jede Sprüche und so. Ja. Also, ja. Keine Anmachsprüche? Ah, ich dachte, die ziehen noch 2023. Nee. Schwierig. Ja. Gar keine Erfahrung mit Online-Dating. Kann ich nichts zu sagen. Hi! Shoutout auf Insta, oder? Ja, genau. Nein, Spaß. Okay. Was macht ihr für ein Interview? Dürfen Männer in 2023 in Zeiten von toxischer Männlichkeit und Feminismus noch Frauen ansprechen? Ja, natürlich. Hey, danke. Hallo? Ihr müsst Männer sein, Leute. Ihr müsst die Frauen ansprechen, aktiv. Hey, kennt ihr euch eigentlich? Leute, nein, aber sie waren mir ganz sympathisch. Okay, und ihr sprecht euch gerade gegenseitig an. Also, spricht gerne die Frauen an, Leute, sehr aktiv an die Männer. Also, ihr werdet zu den Frauen hingehen und sagen, hey, du siehst sehr sympathisch aus. Oh mein Gott, danke schön. Ja, gerne. Und dann, hey, hast du eigentlich einen Freund? Nein. Ja, kriege ich deine Nummer? Let's go. Guck, so schnell geht das, Leute. Oh. Sie hat mich gerissen. Wie stehst du generell dazu, online jemanden kennenzulernen? Wenn man das jetzt mal vergleicht mit im echten Leben. Ja, bin ich ehrlich gesagt kein Fan von. Klar, gibt immer mal wieder Phasen, wo man sich überlegt, so okay, installiere ich es mir doch wieder. Aber im Endeffekt ist es nicht mein Fall. Ich mag sehr, dann den Menschen doch wirklich persönlich im echten Leben kennenzulernen. Weil, weiß ich auch mal, wenn man vielleicht auf dem Papier ist, keine Ahnung, man hat einen guten Job. Oder also was ist interessant, hat schöne Hobbys, die vielleicht auch mit meinen Hobbys matchen. Aber es kommt ja schon noch sehr so auf die Ausstrahlung des Manns an, auf die Interaktion, auf das Miteinander. Ja, und das ist natürlich so online halt super schwer, das schon irgendwie einfangen zu können. Bleibt man dann 2 Wochen und auf einmal stellt man fest, totale Katastrophe. Genau, oder dann also gefällt einem die Stimme nicht oder man kommt ja einfach so mit dem Auftreten des Manns nicht klar. Das ist mir auch schon mal passiert. Ne? Da hat eine Frau mir gesagt, ich mag deine Stimme nicht. Nachdem ich 2 Wochen mit der geschrieben habe, da habe ich die erste Sprachnachricht geschickt, da sagt die mir, gefällt deine Stimme nicht. Hab ich noch nie erlebt. Ja, aber finde ich mutig, dass sie das so direkt sagt. Ja, super. Und was soll ich denken dann? Mein Gott, ey, ich habe mich erstmal vergraben für die ich nächsten Wochen. Ich finde deine Stimme angenehm. Ja, danke. Oh Gott. Balsam für die Seele. Ich finde das eigentlich auch schade, heutzutage, meine Generation, dann siehst du, ja, findet ihn über TikTok oder sonst irgendwas. Ich finde das einfach schade. Geh einfach auf diese Person zu. Fragen kostet nichts. Wenn die Person dich ablehnt, sagt, hey, sorry, ich habe einen Freund, ne? Ja. Schade drum, aber vielleicht klappt es ja nächstes Mal. Ich finde, das erfordert ja auch viel Mut, auf eine andere Person, die man sowieso nicht kennt, irgendwie zuzugehen. Deswegen finde ich das schon gut, ja. Männer, traut euch und Frauen genauso, traut euch bitte. Männer, traut euch die Mädels anzusprechen, wir freuen uns. So, wie du gesehen hast, auch in 2023 wollen Frauen noch von Männern angesprochen werden und das trotz Feminismus und toxischer Männlichkeit. Und gerade heute wünschen sich das Frauen besonders, weil es kaum einer mehr macht, auf eine Frau zuzugehen. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, das würde ich gerne auch machen, ich würde auch gerne so Frauen kennenlernen können auf eine vernünftige Art und Weise, aber ich traue mich vielleicht gerade nicht oder bin noch zu schüchtern, was auch immer, dann haben wir was für dich. Klicke einfach auf den angepinnten Kommentar unten in der Kommentarsektion. Der führt dich zu einer Seite, wo du dich für ein persönliches Beratungsgespräch mit einem von uns eintragen kannst. Und da werden wir dir genau zeigen, wie das funktioniert. Wie du Frauen ansprechen kannst, ganz locker, wie du dadurch einfach mehr Kontakt mit Frauen haben kannst, mehr Frauen kennenlernen kannst und dann dadurch auch die richtige finden kannst. Alles klar, wir freuen uns auf dich. Ciao. Ciao.